Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok. Oh, wir sind in Bochum angekommen. Echt schön hier, echt chillig, zeige ich euch noch. Und die Fahrt war lang, also wir hatten erst einen Zwischenstopp in Frankfurt gemacht und waren da 3 Tage. Da war mein Papageienpark, das muss ich euch dann auch noch zeigen. Oh. Und ja, jetzt heute, was haben wir eigentlich heute? Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Dienstag ist, genau. Sind wir nach Bochum gefahren. Jetzt sind wir in einem wunderschönen Hotel. Ich glaube, das ist fast das. Nee, einmal waren wir schon mal in einem Hotel, aber sonst war ich noch nie in einem Hotel. Und das ist echt schön. Warte mal, ich zeige euch das mal. Das ist echt cool. So, meine Freunde, ja, hier blickfrei. Voll schön. Hier, da gibt es sogar so eine Art Schreibtisch. Das ist voll cool, weil ich habe meinen Laptop dabei. Dann werde ich ein bisschen da und hier was machen, vielleicht mal kommentieren und so. Dann haben wir sogar einen kleinen Fernseher, Free Wi-Fi haben wir auch. Ja, genau, und da kommen wir da hinten. So, mein Jäckchen zum Beispiel hängt da schon hinhängen oder was auch immer. Oh, ich werde diesen Tag genießen. Und heute Abend um 18 Uhr gibt es lecker, 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 lecker Essen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich zeige euch mal das Bad. Bad ist auch cool. So, das ist das Bad. Voll cool, ja. Kackhaus und so, ne? Ich, so voll, voll große Dusche. Dusche ist gut. Duschen muss ich nämlich auch. Meine Haare sind nämlich voll übel. Das ist auch voll süß. Oh, das haben sie so toll gemacht hier mit dem Spiegel und dem Pflänzchen. Ja, die Hunde sind auch dabei. Die freuen sich auch. Die schnüffeln hier gerade alles ab. Die finden das voll, voll interessant hier. Klar, ne? Ungewohnte Umgebung und alles so. Es riecht auch so unglaublich frisch hier. Also total sauber und fast schon steril, ja. Ne? So, gucken wir mal raus. Draußen kann man auch ganz viel sehen, nämlich Bäume. Immer Bäume. So viele Bäume. Man sieht echt fast gar nichts. Fast nichts. Außer da hinten ein bisschen anderes Hotelhaus. Ja, genau. Ja, ich bin mega gespannt, was wir hier noch so erleben. Wie zum Beispiel das Essen aussieht. Wie es vor allem schmeckt. Und wie Bochum aussieht. Weil da werden wir ja auch heute vorbeischauen. Nee, nicht heute. Morgen. Morgen. Morgen ist Fantreffen. Morgen ist Fantreffen in Bochum. Ich stelle die ganze Zeit unscharf. Warum macht er das? Ich glaube, das Handy ist geflasht von dem Hotelzimmer hier. So, ja. Leo, wie findest du es hier? Leo, ist das ganz okay, oder? Ja. Das ist ganz okay, gell? Ja. Genau. Essen. So, meine Freunde, wir waren essen. Das war echt gut, muss man sagen. Das war gratis dabei bei diesem wunderschönen Paket hier mit diesem Hotel. Und Starlight Express war echt gut, war echt lecker. Was war das jetzt? Westfälische Pommes? Nee, wie? Was war das jetzt? Westfälisches Krust. Krusti, ja, irgendwie so. Auf jeden Fall so schöne Kartoffelecken mit Schnitzel und so eine Sour Cream Quack Mischungsdingsbums und 2 Spiegeleier, ganz wichtig, 2 Spiegeleier. Und ich muss sagen, ich bin kein Fan von Spiegeleier und jetzt war allgemein eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig, aber es war ganz gut, ja, doch, es war ganz gut, muss ich schon sagen. Vielleicht lag es auch daran, weil die Fahrt sehr lang war und ja, man dann irgendwie doch Hunger hat. Und das war jetzt gut. Jetzt ist es abends, spät dunkel. Naja, gut, es ist eigentlich erst 6 Uhr, aber es ist trotzdem schon dunkel. Es fängt ja langsam an, wieder Winter zu werden. Es ist fast 20 Uhr. Okay, es ist fast 20 Uhr. Fast 20 Uhr. So, und wir haben sogar einen Fernseher, habt ihr ja schon gesehen. Und ich probiere jetzt mal was. Ich habe ein paar Serien dabei. Und ich hoffe, dass ich einen USB-Stick anschließen kann. Also USB-Stick kann man anschließen, aber ob der Videos abspielt, das weiß ich nur nicht. Und dann hoffe ich, dass wir Serien angucken können. Ansonsten müssen wir irgend so einen Scheiß, der halt im Fernseher kommt, gucken. Und ja. Oder wir spielen mal Carcassonne oder irgendwie so. So ein schönes Brettspiel. Ja, und dann lassen wir den Abend schön ausklingen. Und morgen dann Fantreffen in Bochum. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wer so kommen wird. Und was mich so erwartet. Bin ich nervös? Bist du nervös? Noch nicht. Noch nicht, gell? Ich jetzt gerade auch nicht. Irgendwann mal war mal kurz so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, Fantreffen ist jedes Mal irgendwie immer ein tolles Erlebnis für mich. Aber ich glaube, nee, aktuell bin ich nicht nervös. Nee, wahrscheinlich morgen dann. Ich habe jetzt auch heute im Laufe des Tages ein paar Absagen bekommen. Das ist ein bisschen schade. Man freut sich natürlich immer, dass wenn viele kommen, nicht zu viele, aber viele kommen. Aber wenn dann viele absagen, dann ist das immer ein bisschen schade, weil man dann sich immer fragt, ja, kommt dann überhaupt noch jemand? Naja, irgendwer wird schon da sein. Ansonsten schauen wir uns einfach Buche, Mann, hä?
Jawohl. Und was machst du? Am Handy gucken. Am Handy gucken, wahrscheinlich Pokémon spielen oder so. Sie genießt es gerade zur Zeit, weil wir hier in so einer etwas größeren Stadt sind, ja in Bochum. Und da gibt es dann viele Pokémon. Nicht so wie bei uns, wo wir wohnen, da gibt es da immer ein Lex, da ist immer tote Hose. Und da kannst du immer viel fangen, ne? Ja, so Ja! schaut's aus. Ja, und morgen Frühstück. Ich bin gespannt. Frühstück wird bestimmt lecker. Was war mit Frühstück? Wahrscheinlich einfach Semmeln oder so, gell? Ja, ich denke ganz normal, Semmeln, Brot, Gemüse, nicht Gemüse, Gemüse. Müsli. Gemüse wäre auch nicht schlecht. Hätte was. Wäre gar nicht so schlecht. Ja, genau. Und ja, und dann, ja, sehen wir mal weiter. Also, bis zum nächsten Mal.